Jau! Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls Remastered. Langsam habe ich keinen Bock mehr, das zu sagen, ohne Witz. Das ist jetzt die fucking dritte Aufnahme, die ich hier mache. Und langsam soll es mal funktionieren. Ohne Witz. Zuerst hat es alles gut funktioniert, dann habe ich mich verskillt. Instant Alter 4. Gerade nochmal habe ich mit RTX Voice versucht aufzunehmen. Wir nennen den Boy Sir Beggar Guy. Weil wir nehmen einen, auf jeden Fall einen Bettler. Ich hätte nicht mal so viel sagen. Das habe ich am Anfang gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Einmal den Generalschuss, weil den brauchen wir noch. Und wir nehmen kräftige Beine. Weil so sehe ich aus. Damit ihr es wisst, ich sehe so aus und eine Mischung aus beidem. Ich habe hier unten diese Taille so. So eng zusammen, oben kräftigen Rumpf und unten wiederum kräftige Beine, wie so ein Anime-Charakter. No joke, ist wirklich so. Gesicht nehmen wir zweifelnd das Karim, weil der ist sehr blass, so wie ich. Und wir nehmen Geheimratsecken. Ich habe zwar nicht so eine Frisur, aber die anderen taugen mir absolut nicht. Und Purpur, weil es fancy aussieht. Bam, annehmen. Bis das Spiel mit diesem Charakter beginne, ja. Und natürlich, Rauschen am Anfang, ja. The Boys, was soll ich machen? Ich habe mein neues Mikro immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein statisches Rauschen hat und das Razer ist halt das Razer. Ist halt ein USB. Da muss man durch. Aber ich hoffe, denke mal nicht, dass sich da jemand groß beschweren wird. Hört man in den the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Ich halt schon a land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Der sieht schon episch aus. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights.
and amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Oh mein Gott. Oh, moin! Bevor ihr fragt, ich schreibe gerade mit jemand, ist gerade ein bisschen cringe geworden. Das ist der Moment, wenn man Leute auf Instagram addet, die man kennt, und die erste Frage, die man stellt, yo, kennen wir uns irgendwo? Erstmal plündern. Kerker zu entschlossen. Es ist eine Weile her, dass ich Dark Souls gespielt habe, damit ihr das wisst. Spielt sich ja natürlich wieder ein bisschen anders als alles andere so. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Erstmal die Dudes killen, aber. Ich hoffe, man hört das Ticken nicht so sehr. Ich habe versucht, mit RTX Voice aufzunehmen, aber irgendwie hackt es manchmal meine Stimme ab. Ich weiß nicht. Ich habe extra den Pegel zur Hälfte runtergestellt und ja. Uff. Funktioniert irgendwie immer noch nicht so ganz. Ich hoffe, dass mein Mikro mal ankommt. Das hätte ja eigentlich am 22.05. ankommen sollen. Also no joke. Und wir haben jetzt den 31.05. Und die haben das... Ich hab mal geguckt, eine Woche, nach einer Woche. Wirklich. Am 25. habe ich geguckt. Und die haben diesen Status von der Bestellung einfach mal von 1 bis 2 Wochen auf 3 bis 4 gestellt. Auf 4 bis 5 gestellt. Und danach mir so... Yo, danke. Danke, ich brauch's ja nicht. Oh Mann. Ohne Witz, ich muss sagen, die Zeit momentan... Für solche Sachen ist es halt literally... richtig behindert. Ich muss jetzt gucken. Ich habe jetzt mein Geld. Ich habe auch wieder genügend Geld. Ich würde mir jetzt eine Webcam mehr kaufen. Damit wir auch sowas demnächst in nächster Zeit sowas, wenn ich jetzt Dark Souls. Also ich will nach Dark Souls 1, Dark Souls 2 spielen und dann Dark Souls 3. Und dann könnten wir vielleicht so Dark Souls. Und für Streamen natürlich, weil Streamen, da habe ich auch. Möchte ich auch gerne mein Setup so aufbauen. Und. Ja. Dann würde ich gerne. Und dann könnte ich auch mal so Games spielen. Wo es passend wäre mit Facecam und so. Das wär schon sick, würde ich sagen. Also den Anfang kenne ich jetzt, ich habe das ja schon vorhin gespielt. Nochmal bam. Jetzt mein Bruder muss los. Musik an, gleich wieder aus. Und Leuchtfeuer. Erstmal hinsetzen. Es bringt zwar nichts, aber erstmal hinsetzen. Okay. Das müssen wir mal weitermachen. Jetzt bin ich gerade getriggert. Der Moment, wenn ich die beste Freundin von dem Kumpel von mir einfach mal anschreibe.
Oh, das war auch wieder cringe as fuck. Oh, hey, guck mal, da ist es grün. Ah, ne, oder? Ne, ist heller. Als sonst. Ist da ein Loch in der Decke, oder? Ah, ja, da oben. Okay. Dann macht das alles Sinn. Yo, ich mach ihm halt 0 Damage. Nice. Dieses Mal hat das Ding mich nicht erwischt. Erstmal draufhauen. Oder gegen die Wand schlagen. Je nachdem. Da ist der Dude. Moin! Das ist der Dude vom Anfang. Oh, you. You are not hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Yeah. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Oh, nice, and Schlüssel. Now I must bid farewell. Erst noch ein paar Flask bekommen. Nach meinem toten Onkel ins Leid fügen. Okay. Also wisst ihr, ich könnte ihn jetzt killen. Also wenn ich ihn angreife, dann ist er tot. Und wenn ich weggehe, dann stirbt er. Erstmal nice, wie der Schild auf seinem Rücken fliegt. Oh mein Gott. Aber es ist okay, gut. Wenn ich eine Rüstung an hätte, dann würde der Schild halt perfekt auf die Rüstung passen, quasi. So. Also zumindest mit diesem, mit dem Griff so hin, aber. Schau, was ist das? Why? Why? Er hat sich danach eh umgebracht, ich sag's euch. Ich habe ihn ehrenvoll sterben lassen, indem ich ihn mit meinem Knüppel einfach weggebasht habe. Too much damage. Hui. Das wäre so dumm gewesen, wenn ich da gestorben wäre. Ey, sag's euch. So wie es ist. Da kommen wir nicht durch. Ja, wie konnte der mich treffen? Also jetzt no joke. Wirklich no joke. Ich sag immer no joke. No Jojo! Und jetzt kriege ich keine Antworten mehr. Nice. Kontern.
okay. Also muss ich mal ausprobieren. In Dark Souls 1 war das richtig schwierig. Also im Original Dark Souls 1. Remastered ist ja ein bisschen anders. Au. 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 Oh, das war knapp. Oh, das, holy shit, war das knapp, Mann. Einfach drauf. Burst auf den Boss. Eine Menschlichkeit habe ich gekriegt. Nice. Und wir sind noch gut in der Zeit, habe ich gehört. Beim letzten Mal war ich hier bei 19 Minuten. Aber hier gibt es auch nichts mehr. Versuch's mit Springen. Da würde ich auch gerne runterspringen. Absolut. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum. In pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Welcome to Lordran. Ich hab gehört, Federn bringen Glück. In Lordran steige auf und ins wache Leuchtfeuer. Das ist unser Ziel. Das müssen wir machen, um das Spiel zu meistern. How to Master Dark Souls. Ich werde jetzt hier auf Wille setzen. Bam. Ich hab zuvor mit dem Dude geredet, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt einfach nicht, weil ich werde jetzt was machen. Was quasi. Das wird jetzt einfach zu lang dauern, mit dem Zug zu reden. Das mache ich aber nachher. Weil der erklärt quasi ein paar Dinge. Ich werde mir jetzt schnell was holen. Was habe ich mir beim letzten, habe ich quasi beim letzten Try vorhin nicht geholt. Wie konnte ich nochmal springen? Ach, mit F, okay. Also wenn ich auf F drücke, kann ich quasi so nicht springen, sondern ich muss sprinten, F drücken und dann. Ich weiß, ist ein bisschen kompliziert. Aber nur ein bisschen. Uah.